Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Strong Personality. Mein Name ist Michael Schaubacher, ich heiße euch herzlich willkommen. Heute geht's um ein... Das ist scheiße, oder? Also ich scheiße, das Intro. Egal, lass es mal tun. Heute geht's um ein wichtiges Thema, was immer wieder, vor allem in YouTube-Kommentaren bei anderen YouTubern irgendwie lese. Ich bin jetzt schon seit 5 Jahren im Fitnessstudio und es geht nichts weiter, obwohl ich schon eigentlich fortgeschrittener bin, weil ich ja schon 5 Jahre trainiere. Und das ist Bullshit, das sagt nichts darüber aus, wie lange du in einem Fitnessstudio angemeldet bist, wie lange du trainiert hast, wenn die Effizienz nicht stimmt, wenn die Effektivität nicht stimmt, ja. Du kannst nicht sagen, dass du fortgeschrittener bist oder von dir behaupten, dass du fortgeschrittener bist, wenn du zum Beispiel im Kreuzheben nicht das doppelte Körpergewicht einmal auf eine Wiederholung schaffst, dann bist du de facto nicht fortgeschritten, dann bist du Anfänger. Wenn du dein eigenes Körpergewicht nicht einmal hochziehen kannst beim Kreuzheben, bist du ein verdammter Anfänger. Auch wenn du schon seit 10 Jahren trainierst oder seit 15 Jahren im Studio angemeldet bist, du bist ein Anfänger und das musst du dir mal klar machen. Ja, viele haben immer dann, ja, bin eh schon seit 5 Jahren im Training, bin kein Anfänger mehr, schaffe noch dann beim Kreuzheben 50 Kilo. Leute, das ist Realität und dann heißt es immer, ja, ich will aber, ich will ja keine Muskelberge aufbauen, ich will ja nur gutes Aussehen haben. Ja, das schon, aber Kraft korreliert mit dem Aussehen. Wer 180 Kilo heben kann, der schaut auch dementsprechend danach aus. Und es geht ja nicht nur darum, dass man Muskelberge aufbaut, es geht ja darum, dass man den Übertrag auch zu anderen Sachen im Alltag hat. Weil du einfach einen viel aufrechteren Gang bekommst, weil du einfach bessere Haltung bekommst, wenn du die grundlegenden Dinge richtig machst. Ja? Und das hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass wahrscheinlich geht es vielen Leuten von euch da draußen, weil ich weiß jetzt nicht, wer das alles anschaut, aber manche Leuten wird es so gehen, dass sie sich vielleicht schämen dafür, obwohl sie schon seit 5 Jahren trainieren, mit einem kompletten Anfängerplan anzufangen. Aber das ist nichts Schlimmes, Leute. Es ist scheißegal, was da andere über euch denken. Ihr wollt doch den Fortschritt, ihr wollt nach vorne kommen. Und da ist es nochmal, verdammt nochmal, scheißegal, wie groß euer Ego ist. Ja? Weil, meine Güte, ich habe auch anfangs Kacke trainiert, muss ich sagen, eigentlich. Ja. Erst so seit letztem Jahr bin ich so beim Plan, den ich auch konsequent durchführe. Und zuvor, ja, ich habe auch nichts geschafft. Ich bin immer noch nicht mega, mega stark, aber ich bin dran. Und ich habe es eingesehen, dass ich da hin muss. Ja, und vielen Leuten, also das Jahr, das nervt mich wirklich brutal momentan. Ich weiß nicht, in all meinen Videos immer dieses Jahr, ich weiß nicht, woher ich das habe, aber scheißegal. Was ich euch damit eigentlich nur noch sagen wollte, oder dir damit sagen wollte, ist, dass du einsehen musst, ob du wirklich Anfänger bist oder ob du wirklich fortgeschrittener bist. Und wenn du diese Kraftstandards nicht schaffst oder nicht hast, dann bist du ein Anfänger und dann wechsle womöglich von deinem 5er Bro-Split auf einen Ganzkörperplan oder zumindest auf einen 2er-Split auf Oberkörper, Unterkörper, Push-Pull. Weil da wirst du die meisten Erfolge machen, weil einfach die Frequenz viel, viel höher ist als wie bei einem 5er-Split. Ja, beim 5er-Split gehst du vielleicht 5-mal die Woche trainieren, hast aber jede Muskelgruppe nur einmal, ein einziges Mal gereizt. Das ist zu wenig für jemanden, der noch Anfängerkraftwerte hat. Das kannst du später mal machen und selbst, das machen wirklich nur die Elite-Bodybuilder einen 5er-Split. Weil der in den meisten Fällen einfach keinen Sinn nicht macht. Keinen Sinn macht. Deshalb habe ich zum Faden verloren. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ah, Michi, was ist denn los? Genau, das wollte ich noch sagen. Ich verlinke euch jetzt mal oder ich blende euch ein, die Kraftstandards. Schaut dann bitte wirklich mal, wo ihr steht. Und dann habt bitte die Eier in der Hose oder den Arsch in der Hose, dass ihr sagt, okay, fuck, ich schaffe halt nur mal 60 Kilo beim Kreuzheben. Ich bin leider noch Anfänger, obwohl ich schon 5 Jahre trainiere. Und
Ja, ich schaue mir jetzt, suche mir jetzt einen Plan raus, wo ich einen Ganzkörperplan habe oder zwei Split habe und schaue, dass ich jetzt meine Kraftwerte nach oben bringe. Ja? Du kannst ja auch nicht zu einem Fußballspieler sagen, der in der dritten Mannschaft kickt, vielleicht schon seit 20 Jahren Fußball spielt, aber keinen Pass auf 10 Meter zusammenbringt oder keinen Pass auf 5 Meter zusammenbringt. Kannst du auch nicht sagen, dass der richtig guter Spieler ist, oder? Obwohl er schon seit 20 Jahren trainiert, ja? Oder seit 20 Jahren spielt. Der muss dann auch erstmal die grundlegenden Dinge richtig machen, die Basics. Er muss dann erstmal schauen, dass man 2 Meter Pass schafft. Und so ist es halt auch oft im Fitnessstudio und ich wollte es einfach mal ansprechen, weil ich es immer wieder in den YouTube-Kommentaren lese und irgendwie, ja, wollte ich das einfach mal gesagt haben. Schreibt es mal in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Wie schätzt ihr euch ein? Seid ihr eher Anfänger? Seid ihr eher schon fortgeschritten? Würde mich mal interessieren, wer so meine Videos schaut. Ansonsten bedanke ich mich für den vielen, vielen Support in letzter Zeit, für die vielen Kommentare, für die vielen Daumen nach oben. Es ist wirklich mega geil, welche Community da momentan entsteht, dass ihr euch auch gegenseitig untereinander immer helft. Mega, mega geil. Ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Training und ciao. Bizeps! You gotta put your past behind you. Look, kid. Bad things happen and you can't do anything about it, right? Wrong! When the world turns its back on you, you turn your back on them.